Selten sorgte eine Mitgliederversammlung der DFL im Vorfeld für so viel Zündstoff wie dieses Mal. Wenn sich am Mittwoch die Vertreter der 36 Profiklubs aus erster und zweiter Liga in Frankfurt treffen, steht der Hausfrieden auf dem Spiel. Grund dafür ist ein brisanter Antrag des FC St. Pauli. Andreas Rettig, Geschäftsführer des Kiezclubs, fordert, alle Clubs aus der zentralen Vermarktung der TV-Erlöse auszuschließen, die sich der 50-plus-1-Regel entziehen. Diese soll verhindern, dass externe Geldgeber die Mehrheit bei Bundesliga-Clubs übernehmen. Die Front der Debatte verläuft zwischen Traditionsvereinen wie zum Beispiel Dortmund, Schalke oder dem HSV und den Werksclubs Leverkusen und Wolfsburg sowie Hoffenheim mit Mäzen Dietmar Hopp und Hannover, wo Martin Kind ab 2017 Mehrheitseigner wird. Die Empörung über den Vorstoß der Zweitligisten ist groß. Ja, ich denke, dass hier weder strategisch noch taktisch noch konzeptionell, auch unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen und Antworten, dieses Thema nicht vollumfänglich bedacht wurde. Es klingt ein wenig populistisch, aber wir haben über Inhalte zu diskutieren und über Inhalte zu entscheiden. Und diesen typischen Rettich, der, ja, wie soll man es ausdrücken, der sicherlich, ich will nicht sagen, über das Ziel hinausgeschossen ist, aber versucht natürlich da Dinge voranzutreiben, bei denen es gar nichts voranzutreiben gibt. Das ist sicherlich ein Antrag, den man nicht so unbedingt stellen muss. Das ist einfach so. Sicherlich ein bisschen populistisch aus seiner Art und Weise, ein bisschen, was er gerne hin und wieder tut, so ein bisschen einen auf Schweinchen schlau machen. Auch kleinere Vereine halten nur wenig von den Vorschlägen Rettichs. Sie befürchten, dass die über Jahrzehnte bewährte Solidarität des Profifußballs auf dem Spiel steht. An die Vereine aus erster und zweiter Liga verteilt die DFL in dieser Saison 850 Millionen Euro aus der zentralen Vermarktung. Wer wie viel Geld bekommt, hängt vom sportlichen Erfolg ab. Schon länger debattieren die Clubs, ob das noch zeitgemäß ist, zumal die englische Premier League gerade einen milliardenschweren TV-Vertrag abgeschlossen hat. Der FC Bayern könnte durch eine Einzelvermarktung weit mehr Geld erzielen als bisher und so nutzt Karl-Heinz Rummenigge den Antrag des FC St. Pauli, um Druck auf den Ligaverband auszuüben. Die finanzielle Solidarität mit der Bundesliga möchten wir grundsätzlich nicht aufgeben. Aber ich sage auch ganz klar, ich lehne mich jetzt etwas näher an die Mikrofone hier, damit das man vielleicht in Frankfurt bei der DFL auch hört. Aber nur unter einer Conditio, dass die DFL auch dafür Sorge trägt, dass die deutschen Topclubs in Europa wettbewerbsfähig sein können und vor allen Dingen bleiben. Wir haben uns in den letzten Jahren Großes aufgebaut und das werden wir nicht so einfach aufgeben. Rummenigge hat sich an das Kartellamt gewandt. Dabei soll es aber nicht um die Abschaffung der Zentralvermarktung gegangen sein, sondern um die derzeitige Rechtslage. Denkbar seien etwa mehr Freiheiten bei der Vermarktung außerhalb Deutschlands oder im Internet. Gut möglich, dass eine weniger radikale Variante zur Abstimmung gestellt wird. Zum Beispiel könnten die von der 50-plus-1-Regel befreiten Clubs weniger Geld aus der zentralen Vermarktung bekommen, anstatt komplett verbannt zu werden.